Wieder und ich werde heute eine Stadtrundfahrt oder ich gehe durch die Stadt und werde die Stadt vorstellen. Okay. Das ist Trollings sein Haus. Er hat hier mit dir blablabla. Ach ja, so ja, Treppen da. Oh mein Gott. Ja, ganz Das nice. war ja morgen was? Ein Fernseh, Das war ja schon modern. Hä? Oder kommt noch Auch hier modern. Das Bild finde ich schon ganz nice. Das Bild ist schon nice. Und das aber nicht so. Das ist ein bisschen uncool. Das ist ein bisschen uncool. Ja, so. So, das nächste. Hier hat United FIFA Langeweile, glaube ich, gehabt mit den Bildern. Hier ist das Haus von ihm. Sehr modern. Sehr richtig modern. So, Fernsehraum ohne Fernseh. Okay. Mag ich nicht so richtig. Lol. Ein Tempel. Ich komme nicht rein. Ein Tempel. Ja. Eine PvP-Arena. Da werde ich gleich vielleicht mit zwei Freunden einen Kampf drin machen. Einmal mit United FIFA und einmal mit Trolling vielleicht. Muss ich gleich mal fragen. Ja, PvP-Arena. Da ist schon mal United FIFA. Eine Pyramide hat United FIFA gebaut. Ein Atomkraftwerk hat Trolling gebaut. So Leute, dann kommen wir zum Atomkraftwerk mit der kleinen Zentrale hier und den zwei Kegeln. Und die Zentrale ist von innen gar nicht ausgestattet. Keine Zeit dazu gehabt und natürlich noch ein kleiner Balkon hier oben mit Eisengittern drumherum. Man möchte ja nicht, dass die dort arbeiten, irgendwie fliehen können. Hier oben die Spinnnetze, die den Rauch symbolisieren sollen, was nicht so geklappt hat. Hier unten ist Wasser drin. Beim anderen Kegel natürlich auch. Und noch ein paar schöne Bäumchen drumherum mit Blümchen und Licht, damit man auch in der Nacht, wie es gerade ist, was sieht, ne? Und dann war es das eigentlich. Und ja. Hier ist wieder euer Justin und heute spielen wir ein paar PvP-Runden. Best of Three. Ein Best of Three PvP-Battle. Isst du bitte ein Goldapfel? Es hast du schon ein Goldapfel gegessen? Und dann würde ich sagen, soll ich dir den Countdown geben? Hä? 2. Go. Da bin ich mal gespannt. Wir spielen halt Best of Three und wer halt gewonnen hat, ist der Winner. Dreimal. Junge, du stehst ja wie angegossen. Wie angegossen stehst du denn? Ey, jetzt machst du wieder deine Lauf-Weg-Taktik. Das für dich hilft immer. Ich klatsche dich trotzdem. Du hast eine neue Chance. Oh. Oh, jetzt einfach. Oh mein Gott, du leckst voll. Hör mal auf mit dem Rumlaufen. Oh, da habe ich auf jeden Fall gewonnen. Und da sind wir in der zweiten Runde. Machen wir wieder den Countdown. 2. Go. So, mal gucken. Den ersten Kampf habe ich gewonnen. Guck mal, der kämpft nicht mal richtig. Er läuft einfach nur weg. Das ist nicht mal eine richtige Taktik. Du bist eine Pussy. Ey. Immer diese Lappen, die weglaufen müssen. Oh, oh. Oh, und da habe ich die zweite Runde auch gewonnen. Dann sehen wir gleich zuletzt. Sehen wir uns gleich zur letzten Runde. Da sind wir zurück in der dritten und wahrscheinlich auch letzten Runde, weil ich eh gewinnen werde. Dann würde ich sagen: 3, 2, 1, go. Da habe ich hier einen mit dem Bogen getroffen.
Oh, Bow-Spamming des Todes. Was blockst du da? Oh, da habe ich ihn wieder die Combo. Hey, was machst du da? Er spielt nicht mal richtig. Oh, da habe ich ihn wieder die Bow. Was? Bist du tot? Bist du tot? Ach.